Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Linke, Ihr Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes beginnt mit dem Satz: Soziale Grundrechte sind unabdingbar für ein würdiges Leben in einer sozialen gerechten Gesellschaft. Ich möchte Ihnen sagen, dem stimmen wir zu. Und ich sage das ganz ausdrücklich, weil das so ziemlich die einzige Stelle in Ihrem Gesetzentwurf ist, der wir zustimmen. Die Sachverständigenanhörung, die wir zu Ihrem Gesetzentwurf durchgeführt haben, wird mir noch lange in Erinnerung bleiben, weil so etwas habe ich vorher noch nicht erlebt. Keiner der Sachverständigen hat Ihrem Gesetzentwurf Zustimmung signalisiert. Nicht mal Ihr eigener, Professor Eichenhofer. Der hat zwar erläutert, dass er grundsätzlich für soziale Grundrechte sei, aber ich glaube, Herr Kollege Hoppenstedt war es, der nachgefragt hat. Und dann hat er deutlich gemacht, dass er die gesamte Programmatik Ihres Gesetzentwurfs für nicht zustimmungsfähig hält. Ich sage Ihnen, vernichtend. Ihr Gesetzentwurf ist verfassungsrechtlich ebenso verfehlt, wie er politisch schädlich ist. Das Grundgesetz, meine Damen und Herren, ist ein fein austariertes, hochfiligranes Konstrukt. Das gilt noch einmal verstärkt für die Grundrechte. Mit Ihrem Antrag fuhrwerken Sie regelrecht im Grundrechtskatalog herum. Nach Artikel 1 Grundgesetz wollen Sie einen neuen Artikel 1a einfügen. Nach Artikel 2 einen neuen Artikel 2a. Nach Artikel 3 einen neuen Artikel 3a. Einen neuen Artikel 3b, einen neuen Artikel 3c, einen neuen Artikel 3d, nach Artikel 16 einen neuen Artikel 16a. Was für ein Verhältnis Sie zu unserer Verfassung haben, wird in dem heutigen Taz-Interview mit Frau Zimmermann deutlich. Sie fängt an: Wir fordern ein Recht auf soziale Sicherheit, ein Recht auf frei gewählte Arbeit, ein Recht auf eine menschenwürdige Wohnung, ein Recht auf Bildung, das Recht auf politischen Streik und noch einiges mehr. Zitat Ende. Und noch einiges mehr. Zu diesem einiges mehr gehört übrigens auch die sanktionsfreie Mindestsicherung, so mal ganz nebenbei. Das erwähnen Sie noch nicht einmal. Da ist man doch fassungslos, mit welcher Beliebigkeit hier neue Grundrechte geschaffen werden sollen. Und natürlich alles einklagbar vor dem Bundesverfassungsgericht. Bemerkenswert Herr auch die Kollege letzte Antwort. Bartke, ich muss mal einfach Ihren Redefluss unterbrechen. Die Kollegin Zimmermann würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Aber sind Sie damit einverstanden? Gut. Vielen Dank, Kollege Bartke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, dass in den letzten Jahren auch durch Ihre Regierung hier in Deutschland der Sozialstaat massiv geschliffen worden ist, dass die Altersarmut zunimmt, dass die Kinderarmut zunimmt, dass Menschen, Millionen Menschen im Niedriglohnbereich arbeiten und sich ihre Familien davon nicht ernähren können. Nehmen Sie das zur Kenntnis und dass die ganzen Deklarationen, die wir haben in Deutschland, wo Deutschland sich dazu bekannt hat, wie zum Beispiel soziale Sicherheit, wie zum Beispiel Bildung für alle oder aber auch Gesundheit für alle erschwinglich, dass da überhaupt nichts greift und dass man solche Sachen dann ins Grundgesetz reinschreiben muss, dass man das auch richtig einklagen kann und dass wir vor allen Dingen auch die soziale Sicherheit als wesentlichen Punkt für die Zukunft dann auch armutsfest machen. Sind Sie mit mir einer Meinung, dass da die Situation so ist? Und Ihr Bundeskanzlerkandidat hat ja auch deutlich gemacht, wir brauchen wieder soziale Gerechtigkeit. Und Sie wollen ja dort viel tun, zumindest mit leeren Worten. Ich habe noch nicht erkennen können, dass sich die soziale Situation durch Ihr Wahlprogramm verändern wird. Der Punkt ist, natürlich wollen wir auch soziale Gerechtigkeit, aber wir wollen nicht an dem Grundgesetz herumfuhrwerken in der Art und Weise, wie Sie es tun, denn damit werden Grundrechte beliebig. Hören Sie meine Rede weiter zu, ich werde das noch ausführen. Insbesondere Frau Zimmermann, weil Sie es noch mal wunderbar dokumentiert haben in der letzten Frage in der letzten Antwort, wo Sie gefragt worden sind, in dem Taz-Interview von Herrn Rath. Herr Rath von der Taz fragt: Nach Ihren Angaben haben wir 3,5 Millionen Arbeitslose. Hinzu kämen alle, die ihre schlecht bezahlten Jobs in der Wirtschaft aufgeben und nun einen gut bezahlten Job vom Staat fordern. Sie alle hätten nach Ihrem Gesetzentwurf ein Recht auf frei gewählte Arbeit. Gute Frage, auf den Punkt gebracht. Ihre wunderbare Antwort, ganz simpel: So ein gewaltiges Projekt lässt sich von heute auf morgen nicht umsetzen. Es müsste wohl eine Übergangsfrist geben. Zitat Ende. Es müsste wohl eine Übergangsfrist geben für die Schaffung von mehreren Millionen Arbeitsplätzen. Ich wiederhole mich, man ist fassungslos. Das ist doch kaum noch satisfaktionsfähig, was Sie da sagen. Wenn Sie,
Wenn Sie das Recht auf frei gewählte Arbeit schaffen wollen, so sage ich Ihnen, das Grundrecht in einer sozialen Marktwirtschaft ist das nicht möglich. Das Grundrechtskonzept des Grundgesetzes ist ein anderes. Es bedeutet, dass Grundrechte in erster Linie Abwehrrechte des Individuums gegen einen übergriffigen Staat sind. Das ist eine Lehre aus der Vergangenheit. Sie wollen in Ihrem Antrag einen Staat, der für alles sorgt. Und das Bundesverfassungsgericht wird bei Ihnen zur Superinstanz, die alle Konflikte entscheidet. Meine Damen und Herren, Grundrechte sind einklagbar. Sie müssen daher vom Staat auch gewährleistet werden, auch in schlechten Zeiten. Ihr Antrag postuliert vom Staat unerfüllbare Forderungen. Wenn wir die in die Verfassung schreiben würden, könnten wir die Grundrechte nicht mehr gewährleisten. Das Grundgesetz würde zur leeren Hülse verkommen. Das, meine Damen und Herren, werden wir zu verhindern wissen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Bevor ich jetzt den nächsten Redner oder die Rednerin aufrufe, gebe ich Ihnen das Ergebnis.